Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 6. Weiter geht's mit der Wu-Story. Wir haben im letzten Part die Schlacht an Neuenburg Hefei gemacht mit Ganning. Und ich kann euch eins sagen, wer es nicht gesehen hat, unbedingt nochmal anschauen. Das war so geil. So geil. Es war Takeshis Castle. Es gab ein Fließband, wo alle quasi mit einem Fließband in einen Swimmingpool geschleudert wurden. Das war so geil, Mann. Und dann irgendwelche Flammenwürfel, die auf gewissen Bahnen im Boden sich bewegten und dann auf einen zukamen. Oh, das war so genial. Die Fallen waren richtig, richtig gut designt. Also, mal anschauen. Respekt. Bei Dynasty Warriors 6 hast du dich echt selbst übertroffen. Gut. Oder die Entwickler. Dadurch, dass wir die Ganning-Legende komplettiert haben, war aber noch nicht das Ende der Wu-Story gekommen, denn es gibt noch einige Schlachten zu erledigen. Sun Jian hatte in Dynasty Warriors 6, quasi wie Lu Bu in Dynasty Warriors 8 Extreme Legends, so eine kleine Extra-Wurst bekommen. Er hat teilweise manche Schlachten nochmal, ja, für sich bekommen, denn wenn man sich jetzt hier anschaut, die Schlacht um die Provinz Jing, da gibt es die Wu-Truppen, aber es gibt auch Sun Jians Truppen. Also er kriegt hier eine Extra-Wurst. Er ist ja eigentlich der Kaiser von Wu. Trotzdem wird hier nochmal explizit erwähnt, Sun Jians Truppen. Es distanziert sich von dieser Formulierung wirklich von dem normalen Wu-Szenario. Somit gerät Sun Jian noch hier ein bisschen mehr im Fokus. Das ist quasi What-If-Szenario. Was wäre passiert, wenn Sun Jian nicht bei der Schlacht von Xiangyang gestorben wäre? Also beim Feldzug gegen Liu Biao. Lu Gong hatten ja eine Falle gelockt und dann ist er gestorben. Aber gut, wir fangen an mit der Schlacht von Xiapi. Schlacht von Xiapi, da war Sun Jian eigentlich gar nicht dabei. Da haben sich Liu Bei und Cao Cao zusammengetan, um Lu Bu zu besiegen. Aber Sun Jian wird jetzt wohl hier diese Bedrohung Lu Bu in seine eigenen Hände nehmen. Ich bin gespannt, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Auf jeden Fall stehen wir wieder Lu Bu gegenüber. Es wird sehr, sehr interessant. Und mal schauen, wen wir nehmen. Die Schlacht von Xiapi, Sun Jians Truppenszenario. Arbeite mit den Bündnistruppen zusammen, um den Gegner herauszulocken und Lu Bu aus der Burg Xiapi zu vertreiben. Natürlich auf Meister. So, wen haben wir denn? Sun Jian wäre ich bei Hefei neben Tai Shi Xi, ist ganz interessant. Lu Meng wäre super cool. Sun Tzu kommt im nächsten Part. Ling Tong finde ich nicht mal cool, er hat eben halt seine schnellen Nunchakus nicht mehr, er hat jetzt auch so eine dumme Heldeparty, die überhaupt nicht zu ihm passt, deswegen nehme ich ihn nicht. Zhou Tai wäre nicht schlecht, könnten wir nehmen, oder wir nehmen Sun Shengxiang. Luxun sollten wir nochmal nehmen. Wang Gai wäre natürlich auch ganz... Ah, ich würde so viele noch gerne nehmen, holy shit. Ne, wir nehmen jetzt einfach Sun Shengxiang. Die soll jetzt Lu Bu besiegen. Die Tochter von Sun Jian. So, wir haben hier den Glycinienhauch. Dritte Waffebogen. Das hätten wir sonst noch. Lotusbogen und die Blutrose. Das wäre die erste Waffe. Wow. Aber kein Element, okay. Hier haben wir das Elektro-Element. Wir hatten mal gegen Cao Ren gekämpft bei der Schlacht von Chiting. Und das Cao Ren hatte Elektro-Element, hat uns ein paar Mal getötet und wir waren fast tot. Aber scheint nicht so schlecht zu sein. Versuchen unser Pferd weiter zu leveln. Und dann schauen wir uns mal die Skills von Sun Shengxiang an. Sie hat den Schnellschuss, erhöht das Nachladetempo der Salve, Ballistenbolzen fliegen damit rein bei der Salve. Eispfeil hat sie. Das ist cool. Wir wissen ja, dass das Eiselement overpowered ist in dem Spiel. Bewegungstempo beim Rennen vorübergehend erhöht. Das habe ich mit Ganning so ein bisschen vermisst. Sie hat's. Verlängerung. Wirkung temporärer Gegenstände wird verlängert. Sehr schön. Das heißt, die Axt des Kriegsgottes und sämtliche Buffs halten einfach länger. Oh, bei 300 K.O.s gibt es einen Buff. Also für uns eigentlich nur eine Salve. Allgemein hat sie eine bessere Bewegung. Und Kampfgeist eigener Verbündeter wird erhöht. Und die K.O.s von den Verbündeten werden der eigenen K.O.-Anzahl hinzugefügt. Das ist relativ useless. Gut. So viele Special Skills hat die gar nicht. Na gut. Ziele, Lu Bu natürlich zu besiegen. Und Sun Jian darf nicht sterben. Busi Lines. Sun Tzu, Sun Quan und Zhou Yu ziehen sich nicht zurück. Wird schwer, wenn Lu Bu der Gegner ist.
Der Feind dringt nicht in Sun Jians Hauptlager ein. Feind ist ziemlich weit abseits. Wenn jetzt kein Surprise-Attack kommt, sollte das eigentlich machbar sein. Sichere innerhalb von 15 Minuten mindestens 6 Lager. Hört sich auch sehr einfach an. Gut, hier haben wir Lubu, Dio Chan, Zheng Liao, Chen Gong, Gao Shun. Sonst haben wir Interessantes. Herzang Ba ist auch nicht so von schlechten Eltern. Und hier haben wir Zhao Xing, der immer von Zheng Fei gehänselt wurde und dann hat sie mir irgendwann gereicht und dann ist er zu Lubu einfach übergelaufen, der quasi in dem Moment die Burg CP eingenommen hat, weil eigentlich gehörte Li Bei diese Burg, aber Zheng Fei hat mal wieder gesoffen und weil er so betrunken war, konnte Lubu ihn einfach überrennen. Und dieser Zhao Xing, der hat Lubu dann auch die Tore geöffnet. Gut, gibt's hier irgendwelche Tipps? Lubus Truppen haben sich auf der Burg CRP verschanzt und sind bereit, bis zum Tod zu kämpfen. Übernehme die äußeren Stützpunkte und belagere dann die Burg. Die Überflutung des äußeren Burggrabens dürfte Lubu, der sich mit seinen Leuten tief in der Burg festgesetzt hat, mit Sicherheit überraschen. Der Feind sollte keine Verstärkung erhalten. Behalte aber dennoch Sun Jians Hauptlager im Auge. Na, ja, da ist irgendwas im Busch. Überraschungsangriff oder so. Nach der Schlacht am Mulautor verbreitete sich unter den Gouverneuren das Gerücht, dass Sun Jian das kaiserliche Siegel an sich genommen habe. Das war vor allem für Lubu vor Interesse, der noch immer bereit war, Jiang Dong anzugreifen. Sun Jian brach nach Xierpi auf, um Lubus Angriff zu vereiteln. Jo. Let's go. Da ist das Schleusentor, das müssen wir einnehmen. Dann können wir die Burg überfluten. Also die Frage ist, ob Wei Xu und Hu Cheng oder so dann auch tatsächlich zu Wu überlaufen, weil Wu Cao Cao sich gegen Lubu gestellt hat mit seiner Armee, da sind die ja dann nach dem Flutangriff übergelaufen. Na, Wei Xu ist schon hier. Er wird wahrscheinlich nicht überlaufen. Egal. Ich finde es so cool, wenn die diese schwarze Farbe haben, ey. Die Lubu-Leute. Gut, das kann was werden. Rennbogen 1, es geht schon wieder los und er wehrt nur ab. Und wir müssen aber Fernangriffe nutzen, wir sind Bogenschützen. Wir sind eine Bogenschützen! Wir müssen aus der Ferne angreifen, Mann. Was soll ich denn machen? Was? Huang Gai hat jetzt schon Probleme? Na gut, ich auch. Ich auch. Ehrlich zu sein. Ich möchte jetzt eigentlich schon besiegen, jetzt habe ich das angefangen. Holy shit, was ist denn das für eine Schlacht? Ist gar nicht so einfach, das Sun Cheng Xiang ist einfach bad. Wobei wir hatten ja auch Yu Ying mit dem Bogen und die war ziemlich gut. Fand ich zumindest. So, der Leutnant ist besiegt. Ach, Wei Xu ist im Fluss gefallen. Tja, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. So. Ach, der Strike ist gegen Gao Shun. Der Formation Breaker schlägt wieder zu. Na, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie meine Probleme hier. Das Lustige ist, die feuert tatsächlich auch Eispfeile ab, wenn sie ihr Musu-Angriff benutzt. Das betrifft also nicht nur... Oh, der Musu ist gut. Ihr Musu ist richtig gut. Das betrifft nicht nur die Salve mit der Eispfeile, das betrifft sogar dann den Musu. Ich meine, das ist auch irgendwie logisch, weil sie schießt ja eigentlich immer mit Pfeilen. Ich benutze den Bogen ja immer. Warum soll nur die Salve von der Eispfeile betroffen sein? Allerdings müsste sie so ja auch Eispfeile dann schießen, das tut sie ja nicht. So, diese Burgen, das können die Verbündeten einnehmen. Ist mir relativ egal. Ich werde weiterhin versuchen, den... Ja, wer war denn das jetzt? Wei Xu war das, genau. Den werde ich jetzt chasen. Er müsste jetzt langsam wieder an Land gekommen sein. Ja, ich sehe das auch auf der Karte. Gerade die Treppen gefunden. Na? Bist jetzt frisch gebadet? Hm? War schön im Burggraben. Bah! Das Burggrabenwasser ist bestimmt richtig dreckig. Tja. Leg dich nicht mit einer Frau an. Einfach im Burggraben befördert. Was hab ich getan, ey? Das ist echt brutal. Da sind bestimmt alles Algen und so drin und dann wird er da reingeschmissen. Bah, mit so einer fetten Rüstung. Boah, das muss ja eklig sein. Egal. Wir kümmern uns jetzt um den unteren Teil der Burg, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen was an Gegenwehr. Also allgemein muss man sagen, Gegenwehr ist jetzt hier nicht so viel.
Ich meine, ich habe am Anfang ein bisschen verkackt gegen Wake Zeus, gar auch wieder an Rempo-Rang 1 gelegen haben. Oder weiß auch nicht. Auf jeden Fall, so viele Offiziere hat der Typ nicht. Kann man ganz chillig hier Stück für Stück die Burg auseinandernehmen. Wobei hier... Ah doch, hier ist wer. Zhao Xing ist hier. Danke, Sun Quan. Ah, hör mir auf mit Sun Quan, ey. Im letzten Part bei den neuen Burg Hefei immer Sun Quan, du bist in Gefahr. Und dann ist er wirklich einmal gestorben, ey. Trifft hier alles normal, Mann. Aber da die Burg Hefei so cool war, Dungeons World 6, habe ich das zwar gern nochmal gespielt. Aber trotzdem, so unnötig, Mann. Jetzt habe ich voll Schiss, wenn ich Sun Quan sehe. Nicht, dass er wieder verreckt, aber hier ist ja egal. Hier ist Sun Jian hier, der Boss. Das ist ja quasi ein What-If-Szenario. Was wäre passiert, wenn Sun Jian am Leben geblieben wäre? Gut. Krass, ne? Der hätte Sun Jian wahrscheinlich Lu Bu alleine herausgefordert. Braucht er keine Hilfe von Cao Cao oder Liu Bei? Er macht es gerade alleine. Ja. Da kommen sie. Die dürfen ja angeblich nicht ins Hauptlager kommen. Ich würde aber ganz gern da jetzt das Schleusentor noch schnell öffnen. Geht das? Ich denke, das geht nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die da sind. Wir sollen lieber zurückgehen. Die Zeit kann ich auch noch sinnvoll nutzen, indem ich mich dann in verbündeten Lagern quasi wieder regeneriere, ein bisschen Leben suche. Ah, das Pferd ist so slow, ey. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich hoffe, die kommen jetzt auch wirklich langsam. Das könnte Yuan Shu sein. Da kam ja auch bei der anderen XRP-Schlacht. Die andere, die richtige XRP-Schlacht, haben wir noch gar nicht gespielt übrigens, ne? Die kommt erst im Rahmen der Way-Story. Die folgt ja direkt danach. Oh. Renbu, ich liebe das. Ich liebe es mit der Renbu. So, könnten die dann jetzt bitte mal kommen? Ja, es ist Yuan Shu. Oh, man hat so einen Vorteil, wenn man die Story kennt, ne? Ey, danke. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt auf nichts gefasst. Würde ich jetzt denken, what? Was macht Yuan Shu hier, hä? Ah, ich kenne das ja. Oh, Feuerpfeile. Na, da hab ich keine Chance. Ja, ist doch so. Guck dir das an. Was soll ich denn dagegen machen? Ich kann einfach abwarten, bis der Scheiß vorbei ist. Was ist das denn? Mann, ist denn der Mist jetzt mal vorbei? Na, geht doch. Ja, viel zu lange gedauert. So, wo ist denn der Arsch? Hin. Was? Er macht das nochmal? Ist nicht euer Ernst. Komm, ich. Was? Wölfe? Wölfe? Was machen die denn jetzt hier? Warum hat Lu Bu Wölfe in seiner Armee? Oder sind die Wölfe, die hausen hier wahrscheinlich im Wald und greifen jetzt einfach an, weil sie wieder Hunger haben. Wölfe sind solche feigen Tiere, Mann. Die greifen nur im Rudel an. Und wenn eng wie der Rudelführer oder so gestorben ist, dann ziehen sie den Schwanz ein und rennen weg. Ganz feige Tiere. Sieht man in The Legend of Zelda Breath of the Wild immer. Wenn man einen Wolf besiegt, mal angegriffen wird von Wölfen, dann hauen die anderen ab. Das ist so lächerlich. Aber so sind die halt. Hier war es, glaube ich, auch. Wir haben eben einen Wolf besiegt und die anderen sind dann wieder abgedackelt. Das ist doch lächerlich, Mann. Wölfe in Videospielen, ey. Hier hätte ich jetzt ganz gerne Musu, wenn sie jetzt einrichten lässt. Danke. Gegen 4-5 Offiziere, die uns hier gegenüberstehen, ist das, glaube ich, ganz nützlich. Ja, aber toll, die anderen Offiziere sind da ganz hinten. Die greifen mich gar nicht an. Slayer, besser so. Wow, jetzt hat Lu Bu doch ein paar Leute. Ja, ich hab so gesagt, ja, der hat ja kaum Truppen, aber jetzt ist alles voll, ne? Ja, das ist, sowas darf man nicht sagen, man darf es nicht sagen. Yuan Shu ist hier. Jetzt bestimmt auch Yi Ling hier und Lai Bo, wie man es halt kennt von Yuan Shu. Sein Sohn, Yuan Yin haben wir hier. Liang Gang. Oh, da haben wir eine Axt des Kriegsgottes. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ich will das haben. Nein! Geht doch. Ah, oh, was ist das denn, ey? Heilige Scheiße. Was? Wieso? Ich treffe den doch. Ich habe den doch die ganze Zeit getroffen. Was? So. Jetzt habt ihr nicht mehr so eine große Schnauze, ne? Yo, Jung Soon, den kenne ich nur. Wenn den Dice Tactics ein bisschen verwendet. Gut. Haben wir das ja geklärt, ey, so ein schlechtes Gang ist jetzt nicht so stark. Anymore, and I will be in danger myself. Lu Bu, the rest is up to you.
Tja. Okay. Oh, die Moral sinkt sogar? Was? Als ob sich LeBou eigentlich davor einschüchtern lässt. Er macht doch eh alles am liebsten alleine. Damit er seinen diesen Challenge kriegt. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist den Verbündeten helfen. Nicht, indem ich denen irgendwie helfe beim Killen von gegnerischen Offizieren. Nein, indem ich die Burg einfach flute. Die Burg geflutet ist, ist die Moral im absoluten Keller. Vielleicht sogar im Keller vom Keller. Nee, ganz im Ernst. Also, wenn wir die Burg geflutet haben, verschwinden natürlich auch viele Truppen, weil manche werden einfach mit, von den Flutwellen davongezogen und sterben dadurch. Und die, die überleben, tja, die verlieren halt richtig krass an Moral. Und allgemein werden die Burgtore dann auch zerstört. Und die Verbündeten haben ein leichteres Spiel, die Burg überhaupt einzunehmen. Auch wenn dann nicht mehr viel von der Burg übrig bleibt, ich weiß. So, Wu Cheng ist hier. Dann zeig mir, was du kannst. So, ich bin eine Bogenschütze, ich greife aus der Ferne an, oder auch nicht. Ja, die Pfeile kann man viel zu leicht abwehren. Ich meine, sonst wären die Pfeile auch overpowered, aber trotzdem, das macht die ganze Sache nicht so schön. Weil ich kann ja nur die Abwehr durchbrechen, indem ich Dreieck drücke und dann muss ich direkt vor den Gegner sein. Sprich, ich muss den Bogen eigentlich als Nahkampfwaffe nutzen und dafür ist er nicht gedacht. Und das wiederum führt dazu, dass allgemein Su Shaxiang und vielleicht auch Yue Jing dann nicht so gute Charaktere sind. Weil die Gegner auf Meister eigentlich immer alles abwehren. Man muss schon Dreieck benutzen. Jetzt muss ich Musu machen, weil ich hier gerade gehittet wurde. Na egal. Bam! Aber das ist ja nur Xiaopi Nordpass, das ist doch gar nicht das Schleusentor, oder? Ich habe das so in Erinnerung gehabt, dass das das Schleusentor gewesen ist, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Hä, wie flutet man denn nochmal die Burg? Wie ging das nochmal? Und da ging das gar nicht in der Sun Jian Story. Das wäre scheiße. Aber Freunde, ich glaube, das ist leider die Realität. Das ist die Realität. Oh mein Gott, man kann Burg CRP nicht fluten. Ja, eigentlich war da das Schleusentor. Man ist ja auch mega abgelegen, das wird ja passen. Oh, das geht nicht kaputt. Erst nach 5 Jahren. Gut, dann müssen wir wieder weg. Können wir nichts erreichen hier. Ah, das war nicht schön. Gut, Pferdchen. Ich nehme dich wieder mit, auch wenn du... Boah, das Pferd... Ich glaube, mit Pferd sind wir sogar langsamer als zu Fuß. Oh, die Verbündeten machen diesmal sogar was. Ist mir gar nicht von den Verbündeten gewohnt. Normalerweise bin ich gewohnt von den Verbündeten immer... Ah, kann dir niemand mehr helfen? Und dann eine Sekunde später, der und der wurde besiegt. Naja, aber diesmal leistet die ganz gute Arbeit. Respekt. Mein Respekt haben sie. Okay. Auf geht's! Auf in die Burg! Ja, sorry, dass ich da jetzt unnötigerweise rum war. Hätte ich gar nicht hin müssen. CP Vestor ist fast vernichtet. Einmal noch. Wie bei Dynasty Tactics. Und Hauruck! Wutsch! Nice. Danke dafür. Hallo Cheng Gong. Der Stratege von LeBou. Jo. Er sagt einfach, auf in der Burg, LeBou killen. Kein Flutangriff für uns. Scheiße, Mann. Tja, Freunde, dann kann ich euch das erst in der Way-Story zeigen. Macht ja nichts. Ich möchte ein bisschen was über den Bogen und Su Shaxiang an sich erzählen, weil in manchen Spielen sagt die, ich bin die Meisterin des Bogens oder Herrin des Bogens. Und er hat sie gar keinen Bogen, er hat sie halt nur diese... Chakrams. Also diese Ringe mit Klingen dran. Muss ich sagen, wenn sie wirklich so eine Bogenmeisterin war, ist die Decision, ihr einen Bogen zu geben, dann doch richtig gewesen. Also das finde ich gut, dass sie einen Bogen hat. Besser als die Chakrams, auch wenn das natürlich die klassische Waffe von ihr war. Die Boost-Moral hat sie erhöht, ja, die Moral wird ja auch nicht sinken, wenn die Burg nicht geflutet wird. Na super.
Lol, Sun Jian gefällt es auch noch, dass Lu Bu jetzt Berserker-Mode geht. Und dann hat Problem. Ja, das so kennen wir unsere Verbündeten. Ja, ja, jetzt ist wieder alles wie immer. So, und haben wir's? Jo, nice. Rennenrang unendlich, 3 Sekunden. So, hier müsste noch Zheng Yao sein. Was geht mit Lu Bu's Leuten ab? Geht jetzt. Der geht ja komplett jetzt aus der Burg, what? Okay, hier ist Zheng Yao auf jeden Fall, den besiegen wir natürlich. Zheng Yao spricht dein letztes Gebet. Ah, der ist doch viel zu langsam, dieser Angriff. Der ist ganz gut. Dreiecke drückteilen. Ich glaube, diese Pfeile sind sogar unblockbar. Ah, so macht man das dann. Hier einfach zack. Ja, so geht es. Ich war nur nicht fähig, so ein Cheng Xiang richtig zu spielen. Sorry. Die nicht so oft gespielt, muss ich sagen. Es gibt weibliche Offiziere, die ich mehr mag. Und zwei der weiblichen Offiziere, die ich am liebsten mag, die gibt es noch gar nicht. Sprich, Bao San Yang, die mag ich am allerliebsten. Am zweitliebsten mag ich Feng Yuanji, die gibt es halt auch noch nicht. Aber am drittliebsten wäre dann wahrscheinlich Zhen Yi, die gibt es natürlich schon, aber das ist natürlich ein Wei-Offizier. Ist das Lu Bu? Oh, das ist Lu Bu, der ist schon so weit an der Front. Come on, ich will jetzt noch nicht gegen Lu Bu kämpfen. Ich will erstens seine komischen Kumpels besiegen. Und die sind jetzt seine Burg, ne? Na, Lu Bu ist ja jetzt auch am Einnehmen. Das passt ja. Oder geht er jetzt straight für Sun Jian? Will's nicht hoffen. Wenn er straight fürs Hauptlager geht, dann kann es auch passieren, dass Sun Jian schnell ins Gras beißt. Aber verloren. Das kennen wir ja noch. Von der Burg Cliffhey. Zum Quan direkt tot. Gut. Gut, dass Sun Jian nicht so lebensmüde ist und sich direkt Lu Bu in den Weg stellt. Ich fand es auch lustig, Sun Jian hat es noch gefreut, ne, dass Lu Bu an der Front geht. Haben wir da in der Zwischenzeit die Burg einnehmen können, aber trotzdem. Ich würde mich nicht freuen, wenn ich wüsste, Lu Bu kommt jetzt auf mich zu. Ist doch wahr, Mann. Hey, da ist ja noch ein Offizier drin, shit. So ist Lage wahrscheinlich verloren. Hier ist ja noch wer. Mann, was. Der ist da oben auf den Scheiß drauf. Der ist auf Burgmauer. Hier ist Song Xiang ist das. Na komm her. Hahaha. Das war echt eine Flachpfeife. Gut, dann war es lange noch ganz kurz gerettet. Ich dachte schon, Sun Jian, dass irgendwelche anderen Offiziere greifen Lu Bu an. Und mit dem bisschen Leben würde ich mich jetzt auch Lu Bu in den Weg stellen. Sondern nur Lu Bu. Aber ganz ehrlich, bei Wu Lao Tor war er schon immer stärker als bei XRP. Wobei er bei XRP eigentlich nur schwächer war wegen dem Flutangriff. Wo ist eigentlich Dio Chan? Wenn man Dio Chan umbringen würde, würde er, glaube ich, noch richtig ausrasten. Ach, die ist da oben. Never mind. Umso besser für uns. So leichter ist Lu Bu. Oh, oh. Lieber muss zumachen. Ich weiß nicht, was der jetzt noch auf Lager hat. Er hat auf jeden Fall nicht die dunkle Aura, er hat nur die normale Aura. Sprich wieder dafür, dass er bei Lu Lao Tor stärker war. Aber ich werde mich zurückziehen. Keine Chance gegen den jetzt. Ohne Musu. Ich hätte ihn fast, aber wenn er mich jetzt einmal kommt, wenn er mich einmal trifft, bin ich auch tot. Das kann ich nicht zulassen. Das heißt, wir machen die Biege. Oh, da ist ein Fass, da ist ein Fass, da ist ein Fass. Da ist ein Fass, das habe ich sehr wohl erfasst. Manchmal, da könnte ich dieses Spiel umarmen und küssen. Und das ist einer dieser Momente. So, Salve. Ja, aber das war's jetzt. Wir haben Salve, wir haben Musu, ja. Get wrecked. Was haltet ihr von dieser 4P-Schlacht? Nur mit Wutrum. Meine Wutrum waren sonst hier nicht präsent. Jetzt sind sie mal da, das finde ich ganz cool. Aber ohne Flutangriff. Weiß nicht. Hat diese Schlacht nicht so viel Charme. Aber okay. Ich mag ihr Design in Dynasty Warriors 6. Ich finde das die schönste Sun Cheng Xiang.
man die in alten Dynasty Warriors anschaut, sah die immer mega hässlich aus. Hier sieht die ganz cool aus. Okay. Lotusbow mit nur 69 Angriffspower, so wenig. Richtig schlechte Waffen. Ich habe auf Meister gespielt, ihr habt's gesehen. Selbst auf Meister kannst du nicht immer was Gutes finden. Boah, wie schlecht. Pferd immerhin Level 2, mutige C, 4 soll auch. Aha. Ah, nee, das ist nur ein dunkles Pferd. Weil, wenn ich so ein Pferd mit dem Text, glaube ich, hätte, dann würde das Zauzaus Pferd werden, Schattenpferd. Na, wir leveln eh erstmal unser Pferd. Wenn das nichts wird, auf Level 5 kein besonderes Pferd, dann lasse ich es wieder frei, machen wir ein neues Pferd. Kein Problem mit. Gut, Freunde, im nächsten Part wird das Wu-Territorium erobert. Die legendäre Schlacht, wo Sun Tzu den Titel Kleiner Eroberer bekommen hat. Nicht die Schlacht, wo er Liu Yong, Wang Lang und Yan Bai Wu besiegt hat. Wo Taishi Si noch kein Wu-Offizier war. Ja, hier, die Eroberung Wus. Das wäre nice, da freue ich mich drauf. Was über. Ach nee, ist doch nicht. Ich dachte für einen Moment, es ist die gleiche Map wie beim Feldzug gegen Yuan Shu, aber nee, dem war dann doch nicht so. Boah, es echt so ein bisschen so aussieht. Vielleicht ist es doch die gleiche Map. Wir werden es herausfinden. Selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Gut, Freunde, wie gesagt, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir mit Sun Tzu das Wu-Territorium zurückerobern. Bis dann, ciao und denkt, wir sind sehen wir uns gut in der 3.